Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin's, euer Henri. Ja, und wir schauen hier mal wieder auf ein weiteres Mitglied der Familie Kitilabi. Ja, der Rivalenfamilie, so möchte ich es mal mittlerweile bezeichnen, unserer Styr. Wir haben hier Gräfin Borthild, auch sie kann eingekerkert werden und das hat unser Ossor in die Wege geleitet. Ja, und wir werden jetzt gleich mal sehen, ob das Ganze gelingt. Ja, das mit den Kitilabis, das zieht sich jetzt schon über einige Zeit. Tja, irgendwo ist das tatsächlich bemerkenswert, denn wir erinnern uns, hier unser Vater, König Osbjörn, derjenige, der mit diesen beiden großen Fraktionen im norwegischen Reich jeweils zu tun hatte. Er hatte eigentlich damals nur einen Verbündeten und das war eben entsprechender Herzog hier von Brenderlöck, den er über Heirat an sich gebunden auch hatte und der als Verbündeter an seiner Seite stand und nicht gegen ihn aufbegehrt hat. Ja, damals einzige Verbündete, aber so schnell kann sich das Blatt wenden. Irgendwie, man hat sich auseinandergelebt, naja, und man hat gegenseitig Familienangehörige hingerichtet. Das trägt dann sicherlich auch nicht zum Vertrauen bei. So, aber wir schauen mal, was dann mit Borthild geschieht. Und das Ganze war erfolgreich. Sie ist hier jetzt bei uns im Gefängnis. Und jetzt bin ich der Meinung, ach, wir können ihr keinen Titel aberkennen, weil sie kein direkter Vasall von uns ist. Ach Gott. Gut, dann wirst du erstmal eine gewisse Zeit im Gefängnis bleiben. Und dann warten wir mal ab. Ja, hier in Schweden immer noch der alte König Ivar. Sein Erbe Prinz Frirek, der auch hier verbündet ist oder verheiratet ist mit unserer Tochter. Oh, die beiden haben ja auch schon jede Menge Kinder. Die 13-jährige Ür, die 11-jährige Asta und hier der zukünftige König von Schweden. Ein Osbjörn Björksson. Sehr schön, ein Styr. Ja, und Gräfin Alve möchte jetzt ausgelöst werden. Ja, da ist jetzt die Frage, was machen wir? Wir schauen nochmal drauf. Ach nee, Gräfin Alve. Ja, nee, die ganz sicher nicht. Die hier vielleicht. Sie hätte gewisse Chancen, da wir den Titel nicht aberkennen können. Ja, und Rivalität hin oder her, jetzt hier hinzurichten oder dergleichen. Das ist unser Mitfühlender auch so auch nicht. Also, du auf keinen Fall. Da denke ich, wird dergleichen nicht passieren. So, Herzog Isidor hat den Krieg gewonnen. Und zwar um das Herzogtum von Schwaben. Und in dem Augenblick ist er gestorben. Das ist ja auch sehr bedauerlich für ihn. Und unsere Nichte ist im Kerker. Wir haben eine nächste Hingabestufe wieder. Was sind wir denn jetzt? Aufopferungsvoll. Na, immerhin. Tja, Ruhe im Reich im Moment. Ja, Gräfin Borthild. Hat sie ihr Kind schon bekommen? Nein. Ach, der Kleine ist als kränkliches Kind vermutlich gestorben. Aber gut, dann ist es damit gesühnt und ausgestanden. Werden wir das hier annehmen und dann kann sie den Kerker erstmal wieder verlassen. Und unser Sohn profitiert auch von der
guten Ausbildung oder profitiert von der durch die Ausbildung unserer Frau. Ja, apropos Frau, vielleicht ist das auch eine. Na Mensch, mit 41, wow, ist sie auch das nächste Mal. Nochmal schwanger, wenn es die kleine Dobrova hier vielleicht gar nicht die letzte. Ach Mensch, und unsere Tochter hat jetzt einen kleinen Sohn bekommen. Jo, und sie möchten ihn Osor nennen. Das ist doch wunderbar. Wir erinnern uns, ja, nachdem das leider mit ihrer großen, großen Hochzeit nicht geklappt hat, musste sie hier mit einem, aber immerhin ansehnlichen und gut gedienten Champion vorlieb nehmen. Naja, also, kleiner Osso, mögst du stark und weise werden. So, aber ich wollte doch noch mal schauen, wenn wir uns das oberste Reich hier anschauen, innerhalb der Reichweite aller Erwachsenen. Frauen, so, dass sich unser Osso doch da nochmal umschaut. Aber erstmal werden wir Dobrova einen Vormund zuweisen und wir werden selbstverständlich vorher auch mal schauen, was denn so ihr kindliches Talent ist, wohin sie tendiert. Ich habe eine 4 gewürfelt, 1, 2, 3, 4 und damit kann sie hier in dem Kriegsführungsbereich bleiben. Und jetzt müssen wir noch jemanden finden, der sie auch mit unterrichten kann. Das ist vielleicht auch eine Aufgabe für Prinz Alf. Ja, wobei, da würde es besser passen, wenn er sich um einen Bruder kümmert, oder? Wie wäre es denn hier vielleicht? Oder mit unserem anderen. Die Gräfin Elisabeth. Dass wir sie zu unserem anderen Bruder an den Hof schicken, die kleine Dobrova. Können wir das gar nicht? Können wir ihr keinen Mündel anbieten? Könnten wir das nur ihm? Ja, tatsächlich. Gut, dann machen wir das so rum. Dann bieten wir das Ganze so rum an. Er wird das annehmen und dann stellen wir uns vor, dass sich in erster Linie seine Frau um die Kleine kümmert. Er hat doch jetzt. Ach so, genau. Er muss es natürlich erst annehmen, ausgezeichnet. So, aber wir waren hier auf Freyas Füßen unterwegs. Bürgermeisterin Huld. Die hatte unser Osso schon. Was haben wir jetzt wieder? Ein Komplott bei Hofe. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Es wird ein Anschlag geschmiedet auf Wigfus, einen unserer Höflinge. Aha. Wir wissen, wer sein Rivale ist. Ja, dann sucht mal nach den Übeltäter. Eine Hexe.
geht um den Beweis der Hingabe. König Osser, meine ergebenste Aufwartung. Ja, unsere Frau ist auch immer noch dabei, uns zu bezirzen. Meine Gemahlin, Königin Jefna, kniet vor mir im Staub, die rechte Hand über dem Herzen. Mein einziger Wunsch ist es, euch Ehre und Glückseligkeit zu bringen. So sagt mir doch bitte, wie kann ich euch meine Liebe beweisen? Ich möchte einen haarigen Begleiter. Bekommen wir einen Haushund oder eine Hauskatze? Die Halskette von Herzog Sölve gefällt mir sehr gut. Naja, bringt mir etwas ungewöhnlich, vielleicht eine exotische Orchidee oder genug, der Wahnsinn endet hier und jetzt. Naja, also jetzt hier unsere mittlerweile wahrscheinlich auch wieder hochschwangere Frau hier auf irgendeine gefährliche Mission zu schicken. Nein, hier jemand anderen die Halskette zu stehlen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, aber hier ein Tier für unsere große Halle. Das, finde ich, passt doch eigentlich ganz gut. Ich habe lange darüber nachgedacht, mein Herzblatt, sagt Königin Jefna, als sie den Korb vorsichtig auf unseren Tisch stellt. Was wäre das perfekte der Gefährte für ein schlaues und unabhängiges Wesen wie euch? Ja, sie weiß, dass wir eine gewisse Unabhängigkeit brauchen. Und dann kam es mir, nichts passt besser zu euch als eine Katze. Jaffna zieht die Decke vom Korb und ich sehe ein kleines Kätzchen. Es schaut mich an aus seinen großen smaragdenen Augen und fängt an zu schnurren. Ja, sieht doch relativ fröhlich aus. Ach, Hegi, ich werde mich gut um dich kümmern, oder... Naja, das ist nicht das, was ich erwartet hatte. Naja, mit seiner gewissen Arroganz, also... Ich kann mir schon vorstellen, dass er eher so ein Katzentyp ist hier, was jetzt nicht heißen soll, dass alle Katzenmenschen arrogant sind, aber... Katzen legen doch zum Teil eine gewisse Arroganz an den Tag und, vielleicht kann sich unser Osser darin auch wiederfinden, also... Haben wir eine Hauskatze. Sehr gut, bringt unser Ränkespiel auch sehr lustig. So, wie sollen wir die Katze jetzt nennen? Als die Katze auf meinem Schoß sitzt und zufrieden schnurrt, überlege ich, welchen Namen ich ihr wohl geben soll. Einen historischen Namen, einen, der sich auf ihr braunes Fell bezieht, einen, der das beruhigende Gefühl beschreibt, das mich überkommt, wenn ich sie hinter den Ohren kraule. Ah, ich weiß. Der perfekte Name. Naja, Flauschi oder Samtpfote finde ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd. So. Eine Katze, eine norwegische Katze. Also ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass sie eigentlich irgendeinen Namen hatten. Wie nennen wir unsere Katze? Güler. Ein fantastischer Katzenname ist das. So, aber wir waren hier eigentlich immer noch unterwegs. Unsere Frau hat gerade davon gesprochen, ja, gewisse Freiheiten braucht er. Ach, und schaut mir hier. Freydis. Oder hier, eine andere Huld. Ja, wobei sie ihn jetzt nicht unbedingt das ist, wonach sich unser Osser, der ja eher so auf ältere Damen steht. Können wir uns hier schon mal markieren. Eine zwielichtige Unterredung. Auf meinem Morgenspaziergang durch die Gärten trägt eine sanfte Brise die Stimme von Frierik und Folki an mein Ohr. Die beiden Höflinge sprechen an einem abgestiegenen Ort miteinander, wobei sie sich oft umsehen, um sich zu vergewissern, dass sie auch ja niemand belauscht. Und auch wenn es wegen der Entfernung schwer für mich ist, den Großteil ihrer Worte zu verstehen, ist dennoch klar, dass sich ihre Unterredung um Herzog Bui dreht. Ja, wir werden sie fesseln und an Bui überstellen. Nein. Wenn ich nur ein bisschen näher herankäme,
Ich muss erfahren, was sie verbergen, koste es, was sie wolle. Was es wolle, na, sie jetzt zu foltern, das passt auch nicht. Ja, wir werden jetzt hier nicht unseren Schwager und den zukünftigen König von Schweden hier irgendwie in Ketten legen. Ja, wir werden mal schauen, ob wir etwas näher herankommen, aber nein, sie kommen uns auf die Schliche. Bitte keine schönen älteren Damen mehr bei uns im Reich. Oh, und ein weiterer Krieg. Herzog Hauk wird angegriffen von Herzog Sölve von Prenderlöck, um Gottes Willen. Es geht um den Anspruch auf Jämterland. Eieieiei. Ach, jetzt will er hier wieder Herzog von Jämterland werden, der Kittilabi, und will das hier unserem, ja, unserem, was ist er denn dann? Ist er auch unser Schwager, also dem Mann unserer Tochter, wegnehmen? Oh, und er hat Schwindsucht. Das ist auch, ach, auch so eine Sache. Tja. Tja. So richtig gute Chancen, fürchte ich, wird er da auch nicht haben. Aber erstmal können wir da nichts gegen tun, denke ich. Und müssen das so laufen lassen. So, wir schauen jetzt mal gerade hier noch durch. Gräfin Rikissa, die Gärtnerin. Hier haben wir eine Schildmaid. So ein bisschen dösig, aber immerhin. Auch eine Kittilabi. Na, schaut mal hier, Sigrid Hasteinsdatter. Auch sie ist eine wunderschöne Frau, ja. Sie ist auch nicht mehr die Allerjüngste, also warum denn nicht? Sie ist die Tochter von Bürgermeister Hastein. Ach, schaut mal, sie ist die Tochter von Huld, mit der sich unser, mit unser Ossor auch schon mal, naja, nennen wir es mal, auseinandergesetzt hat. Also, na, warum denn nicht? Das werden wir doch mal testen. So, jetzt haben wir hier Steuereintreiber oder rasch behauen. Ja, ich denke mal, das Thema Bauen, das wird ihn in der nächsten Zeit interessieren. Von daher entscheiden wir uns jetzt hierfür. Und es wird die Verlobung hier erfüllt. Herzog Voito von Finnland. Oh, der aber auch schon verwundet ist. Hoffentlich kommt er schnell wieder zu Potte. Ja, er ist jetzt verheiratet mit unserer Tochter Freya. Und sie hat auch ein echtes Verständnis davon erlangt, wie man... Ach, sie kann nicht nur Geldströme und so weiter und so fort vorhersagen, sondern... Oder hat ein Verständnis davon entwickelt, sondern kann es vorhersagen. Ja, wow. Oh, beeindruckend, sie ist ein kaufmännisches Genie geworden. Oh, sieht hier eine Tochter unserer Konkubine. Ja, wie schnell sie doch flügge werden. Oh, und Bui ist gestorben. Schauen wir doch mal, wer dann als nächstes Herzog Ingolf, ja, sein ältester Sohn. Aber natürlich hat auch sein Bruder hier geerbt. Also hier die Machtverhältnisse. Der Herzog von Westgotland hält jetzt nur noch eine einzige Grafschaft selbst. Ja, und der alte Bui verstorben mit 67. So alt war er da eigentlich noch nicht. Damit brauchen wir hier einen neuen Marschall. Und ist euch aufgefallen, ich habe direkt auf das richtige Symbol geklickt für den Rat. Nur mal anzumerken. Normalerweise, also ich weiß nicht, ich finde auch dieses Symbol ist eigentlich für den Rat sehr naheliegend.
Meistens verlaufe ich mich da. So, wir brauchen jetzt hier aber einen neuen Marschall. Das könnte unser Onkel machen. Ja, oder zum Beispiel auch hier der Mann unserer Frau, was ich finde eigentlich auch sehr gut passt. Wir schauen mal, ob es mittlerweile einen deutlich besseren Verwalter gibt. Na, eher nur so einen unbedeutenden Höfling hier. Nein, dann wird das Prinz Balder weitermachen und dann werden wir das tatsächlich so machen, dass wir hier Sumalisi zu unserem Marschall machen. Hier können immer noch drei Gräfin Alvir, Sölve und gut, ja, das sind immer noch dieselben. Ja, dann hat unser Oswald bald auch wieder eine gewisse Kasse hier angesammelt und kann sich dann endlich, jetzt nachdem er sich auch einige Zeit auseinandergesetzt hat mit dem Thema Entwicklung und ja, Bauwesen in seinem Königreich, kann er sich endlich dann demnächst mal um diese Dinge kümmern. Aber wir müssen zunächst unserer Tochter wieder einen Namen geben, die kleine Linda. Ja, Linda finde ich doch eigentlich ganz schön, den Namen. Kann sie behalten, also mögst du stark und weise werden, Linda. Ja, was macht dieser Krieg hier? Hat er irgendwo eine Armee noch? Ja, er scheint sich Söldner geholt zu haben. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Schau mal gerade. Ah ne, hier. Ja, eine Söldnerarmee aus 800 und hier auch sein Verbündeten. Ja, sehr gut. Sehr gut, damit hat er offensichtlich hier doch eine Chance. Das ist sehr, sehr gut. Ach, und unsere Frau, Mensch, sie ist aber auch wieder eine Wucht. Also seit langem mal wieder eine sehr beeindruckende Frau hier an der Seite unseres Königs. Sie hat unseren Onkel bekehrt, der jetzt wieder asatruischen Glaubens ist. Ja, lange war er altasatruisch, glaube ich, aber er ist auch beeindruckend. Also er ist auch schon ein Mystiker, aber auch Aufseher, ein Jäger und auch galant. Also auch ein absoluter. Ja, ein angesehener Experte, so kann man es, glaube ich, bezeichnen. Oha, gefährlicher Umgang. Dieser Charakter führt etwas Seltsames und Ungewöhnliches im Schilde. Jeder weiß, dass es höchst gefährlich ist, sich es mit ihm zu verscherzen. Aha. Und ein ausdauerndes Schlachtroß hat er auch. Sehr gut. Ja, und dieser Krieg hier scheint ja auch ganz gut auszusehen. Sehr, sehr gut. Perfekt. Ach, aber jetzt hier die Frage, ist es Liebe? Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie mein Leben war, bevor Jefna mir ihre Gefühle gestand. Diese Tage kommen mir so düster vor, so traurig. Ja, es waren vor allem auch Tage des Krieges. Mit ihr an meiner Seite scheint mir plötzlich alles möglich. Ich wünschte mir, es könnte auf ewig so weitergehen, aber tief in meinem Herzen weiß ich, dass ich mich entscheiden muss. Bin ich tapfer genug, meine Gefühle nachzugeben, oder muss ich Jefna mein Herz auf ewig verschließen? Ich bin dein Jefna, jetzt und auf ewig. Sie könnte unsere Seelengefährtin werden. Ich kann nur den Kuss der wahren Liebe geben. Sie wird nicht unsere Seelengefährtin. Stattdessen aber was? Klingt ja eigentlich auch sehr liebesgefährtisch. Oder diese Verliebtheit endet hier und jetzt. Ja, also nochmal vielleicht ganz kurz hier zu seinem, unseren Charakter. Ich glaube, die beiden haben da mittlerweile, ich meine, sie haben auch jede Menge Kinder zusammen. Und sie hatte das uns gegenüber letztens ja zum Ausdruck gebracht. Sie weiß, er braucht seine Freiheit. Aber trotzdem liebt sie seine weiche Seite, seine mitfühlende Seite und vielleicht auch manchmal so ein bisschen seine königliche Arroganz und
Naja, er wird seine Lüsternheit auch weiterhin immer mal wieder ausleben wollen, ausleben müssen. Aber wie ich das auch schon mal beschrieben habe, es geht ihm da tatsächlich nur so ein bisschen um die, ja, Befriedigung seiner Gelüste. Nicht darum, irgendwie besonders viele, ja, Affären jetzt wirklich zu beginnen und aufrecht zu erhalten oder dergleichen. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass er hier an seine Frau wirklich näher heranrückt, in ihr wirklich die einzige hat, die er tatsächlich wirklich liebt. Ja, und alles andere ist, ja, arrogantes Rumgespiele zur Befriedigung seiner Lust. So würde ich mir das vorstellen. Also, ich bin dein Jefna jetzt und auf ewig. Ein Poltern. Wo bin ich? Was geschieht hier? Ich schaue ins Dunkel und warte, bis ich etwas sehe. Odin, da ist jemand an meinem Schlafzimmerfenster. Ich stolpere aus dem Bett und greife nach dem Dolch auf dem Nachttisch. Als ich am Arm gepackt werde, wirbel ich herum und versenke die Klinge tief im Bauch des Angreifers, welcher mich einen endlos langen Augenblick lang anschaut. Seine Lippen bewegen sich lautlos und er sinkt zu Boden. Geht es euch gut, Ossor? Am Fenster steht niemand Geringeres als Königin Jefna, eine Klinge in der Hand bereit, mich zu verteidigen. Ich werfe mich in ihre Arme und sie hält mich fest. Oh, mein Schatz, lasst mich nie mehr aus den Augen. Ja, oder würde ich sagen, kommt die mitfühlende Seite unseres Ossor aber mal ganz besonders zur Geltung. Ja, damit verlieren wir auch Anspannung, weil wir lüstern sind. Wir beschlafen noch einmal wieder unsere Frau. Ihr Komplott wird beendet und wir schauen einmal drauf. Sie ist, ja, damit tatsächlich unsere Seelengefährtin auch geworden. Ja, wunderbar. Und ich finde, das passt doch perfekt. Also sie ist tatsächlich die Einzige, die jemals hier irgendwo stehen wird. Und naja, alles andere sind Spielereien. Ja, damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge angekommen. Doch ein sehr schöner Abschluss, wie ich finde. Ich freue mich dann wie immer und wie gehabt, wenn ihr auch in der nächsten Folge mit am Start seid und hiermit am Ball bleibt. Bis dahin, macht's gut, euer Henri.